Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte-Sektion der Formationsdata am Freitag, dem 24. April 2015. Und Freunde, bevor wir gleich gemeinsam auf den DAX und auf Einzelwerte und mögliche Setups schauen, kurzer, wichtiger Hinweis in eigener und organisatorischer Sache. Ich werde in der kommenden Woche nicht an meinem Trading-Desktop sein und Ihnen deswegen auch keine Videoanalysen zur Verfügung stellen können, wenn Sie sich fragen, was macht denn eigentlich der Kern in der nächsten Woche? Ich mache keinen Urlaub, sondern ich bin mit meiner anderen Firma, die nichts mit Trading zu tun hat, sondern aus der Zeit, als ich als Chirurg noch aktiv war, werde ich in München sein, auf dem Deutschen Chirurgenkongress, und wir werden unser Ausbildungskonzept dort auf der Industrieausstellung vorstellen. Wenn sich das interessiert, kann ich Ihnen kurz zeigen. Jetzt werden Sie sagen, das ist ja kein Ausbildungskonzept, sondern das ist ein Produkt, ein Gerät, das ist richtig, das ist das Herzstück des Ausbildungskonzepts. Es würde jetzt zu weit führen, Ihnen das en Detail zu erklären, aber es ist ein mehrwöchiges, mehrmonatiges Ausbildungsprogramm gemeinsam mit dieser Box, was man dafür benötigt, um systematisch minimalinvasive Chirurgie, also Schlüssellochchirurgie, zu erlernen. Zeige ich Ihnen deswegen, als ich Assistenzarzt war, haben mein Kollege und ich uns immer gewünscht, dass es so etwas geben würde. Gab es aber nicht. Boxen gibt es, Übungsboxen gibt es wie Sand am Meer, aber ein Ausbildungsprogramm gab es nicht, und deswegen haben wir das entwickelt. Und ähnlich ist es auch mit dem Mentorprogramm der Formationstrader. Als ich in meiner Lernkurve als Trader war, habe ich mir gewünscht, dass es jemanden gibt, der mich begleitet in schwierigen Zeiten. Nicht nur jemand, der mir an einem Wochenende erzählt, so funktioniert Trading, und den ich nie wieder sehen werde, sondern der mich wirklich genuin begleitet, immer wieder unterstützt, sei es in einem Forum oder durch Hausaufgaben, durch Videos, durch Webinare und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir zum einen, mein Kollege und ich, dieses Ausbildungskonzept in der Chirurgie entwickelt, und deswegen haben wir auch das Mentorprogramm der Formationstrader entwickelt. Das sind beides Produkte, die ich mir selber gewünscht habe, als ich zum einen Chirurgie und zum anderen Trading gelernt habe. Jetzt bin ich doch ein bisschen vom Thema abgekommen. Für Sie entscheidend, das nächste Video wird es am 5.05.2015 geben, denn ich werde dann nach dem Kongress einen klitschko-kleinen Kurzurlaub machen. Und deswegen ab dem übernächsten Dienstag, 5.05., gibt es wieder Videoausgaben. In dieser Zeit wird Ihnen Silvio freundlicherweise gegen Mittag gemeinsam mit der Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes auch den DAX vorstellen. Und für diejenigen, die sich für die Rohstoffausgaben interessieren, das wird Ihnen Patrick dann ebenfalls schriftlich zur Verfügung stellen. Wobei Silvio, glaube ich, an einem Tag ihm helfen wird. Und denken Sie daran, ab Montag ist auch unser DC Tom, also unser Devisen-Chief Tom, wieder da. Das heißt, dann geht es dann wieder mit den Forexes weiter. Und damit der Blick auf den DAX. Und ich sage Ihnen ja in den letzten Tagen immer wieder, der DAX ist eher etwas für die kleinere Zeiteinheit. Wir hatten vorgestern miteinander darüber gesprochen, dass das hier eine mögliche Doppeltop-Formation sein kann. Wichtig ist es, wir abwarten, dass das hier signifikant genug gebrochen ist. Wurde gebrochen, dann war das hier das nächste Ziel im Bereich von 11.800 nach meinem Dafürhalten. Galt es hier nämlich, den Stop-Loss anzupassen, angepasst, nach oben gelaufen, dann hier durchgegangen, durch diese Unterstützungszone. Als wir das Video gemacht haben, meine ich, waren wir hier irgendwo, und ich hatte Ihnen gesagt, für den Fall, dass wir wieder diese Zone anlaufen, ohne dass wir schon das Ziel abgearbeitet haben, dann ist es durchaus wieder sehr interessant, das auf der bärischen Seite zu traden. Der Markt kommt zurück, geht hier an die gleitende 20er-Linie heran, scheitert, klare Systematik dahinter mit der Unterstützung von einer größeren Zeiteinheit an einer horizontalen Widerstandszone, kommt hier an. Das war unsere Zielzone. Hier galt es wirklich, den Stop ganz eng zu machen. Also ebenfalls eine sehr interessante Trading-Möglichkeit für Daytrader, das durchzuführen. Ich hatte Ihnen gesagt, für den Fall, dass wir das hier bärisch auflösen sollten, dann können wir auch noch die 11.600 machen. Machen wir nicht, sondern wir kommen hier hin, da kommen die Bullen, nochmal der Versuch, nicht geschafft. Jetzt sieht es aus wie eine Doppelbodenformation mit der Nackenlinie, die haben wir gerade bullisch aufgelöst. Durchaus wahrscheinlich, dass der Markt nochmal hier diese Zone anläuft. Auch alles für kurzfristige, für Daytrader interessant. Also falls der Markt hier diese Zone im Bereich von 11.800 nochmal antestet,
dann Potenzial und größere Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung in Richtung 11.900, 11.920. Nach meinem Dafürhalten, ob das jetzt stimmt oder nicht, das wird der Markt beweisen, das wird Ihre eigene Analyse beweisen müssen, haben wir hier eine Widerstandszone, die erstreckt sich durchaus ungefähr 200 Punkte. Es beginnt mit 11.930, hier horizontal, schauen Sie, Unterstützung durchgerauscht, Unterstützung, Widerstand, Widerstand. Dann diese trendbegrenzende Linie, wann immer wir so darauf stoßen sollten. Dazu diese fallende Linie, das war ja eine Art bärische Wimpelformation. Stange, Dreieck, testen wir das und laufen nochmal nach unten, das weiß ich nicht. Dazu haben wir die haupttrendbegrenzende Linie, seitdem wir hier das Allzeithoch gemacht hatten bei knapp unterhalb der 12.400, die haupttrendbegrenzende Linie. Nächste Widerstandszone plus das Hoch dieser ersten dynamischen Gegenbewegung, das geht dann so bis 12.070. Wenn wir das aus dem Weg geräumt haben, möglicherweise reicht dann auch die 12.000 und diese haupttrendbegrenzende Linie. Muss man gucken, mit welcher Dynamik und mit wie viel Kraft die Bullen das dann hinbekommen. Dann größere Wahrscheinlichkeit, 12.200 zu machen, wichtige horizontale Zone. Und falls wir das nochmal aus dem Weg räumen, dann 12.400. Das heißt, hui, jetzt gibt er richtig Gas. Doppelboden, Nackenlinie bullisch aufgelöst, erste Zielzone 11.900. Hier Grauzone, spekulativ oberhalb dieser trendbegrenzenden Linie bei 12.000, sicherer bei 12.070. Dann nächstes Ziel 12.200. Solange wir diese Zone nicht aus dem Weg geräumt haben, immer noch möglich, dass wir hier in Richtung 11.700 zurückkommen können. Das scheint aber jetzt eine größere Unterstützung geworden zu sein. Erstens. Zweitens, der DAX bleibt nach meinem Dafürhalten hier immer noch für Swing- und Positionstrader nicht so interessant. Das ist eine wichtige, größere Unterstützung mit der 50-Tage-Linie. Ich hatte Ihnen das auch gezeigt. Ich hoffe, meine Linie ist nicht weggelöscht worden. Nicht über den 3-Stunden-Chart, sondern über den 4-Stunden-Chart. Da ist die Linie. Haben wir hier noch eine weitere Linie gehabt. Vielleicht erinnert sich von gestern Unterstützung, Unterstützung. Unterstützung, Widerstand, verzeihen Sie bitte, Witze, Unterstützung und hier wieder Unterstützung, hatten wir gesagt, das ist eine Kreuzunterstützungszone mit der horizontalen Marke und der 50-Tage-Linie, Gegenbewegung wahrscheinlicher, sehen wir auch gerade, aber jetzt keine Zone, die man als Swing- oder Positionstrader unbedingt auf der bullischen Seite handeln müsste. Interessanter erscheint hier dann doch eher der US-amerikanische Markt. Mit dem Nasdaq hat Ihnen gestern Silvio auch gezeigt und mit dem, was nachbörslich Google publiziert hat an Zahlen, ist gerade der Nasdaq Future deutlich über die 4.500 gelaufen. Also mit der Möglichkeit, mit einer offenen Kurslücke, zeige ich Ihnen nur ganz kurz hier die 4.500 überwunden zu haben und dann innerhalb dieser Keilformation, aber gleichzeitig nach einer bullischen Seitwärtskonsolidierung eine Fortsetzung zu machen in Richtung 4.600, 4.650. Größere Wahrscheinlichkeit und sehr interessant. Wir sind ja beim FTSE hier auf der bullischen Seite engagiert und müssen hier nicht noch eine neue Position aussuchen, vor allen Dingen nicht, wenn ich gerade kurz dabei bin, meinen Trading Desktop für eine längere Zeit zu verlassen. So, gestern habe ich Ihnen nochmal ganz kurz zurück. Mit dem, was wir also sehen können, neue Allzeithochs beim Nasdaq, S&P 500 kurz davor, das Allzeithoch zu machen, der DAX innerhalb der Range gefangen, ist es deutlich interessanter, jetzt wieder auf den US-amerikanischen Markt zu schauen. Ich hatte Ihnen gestern gezeigt gehabt, CNC, und hatte gesagt, wir haben hier eine bullische Seitwärtskonsolidierung, die hier gerade auch bullisch aufgelöst worden ist. Das war gestern der Fall. Bitte denken Sie dran, in den USA ist Quartalssaison. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, CNC bringt am 28.04. Ich weiß nicht, ob vorbörslich oder nachbörslich Zahlen. Das heißt wirklich kurzfristig hier interessant auf der bullischen Seite. Dann ALK, Alaska Air Group. Hier mit Zahlen gestern vorbörslich entsprechend sehr bullische Bewegung, gut ausgefallen mit Volumen. Hier eine trendbegrenzte Linie, die verläuft hier bei 67,50. Der Ausbruch hätte das Ziel erstmal Allzeithoch um die 71 und möglicherweise
darüber hinaus. Und dann habe ich noch für Sie ADI Analog Devices. Das dauert noch ein bisschen bis zu den Zahlen, so ähnlich wie CNC. Auch Aufwärtstrend und dann bullische Seitwärtskonsolidierung. Schauen Sie sich das an, hier mit Volumen nach oben gelaufen, konsolidiert seitwärts und hat das Potenzial hier möglicherweise eine Fortsetzung zu machen. ADP, nicht Adenodiphosphat. Da kommt der Mediziner wie in mir durch. Achten Sie darauf, hier Zahlen am 30.04. in einem übergeordneten Aufwärtstrend, eine bullische Keilformation, die bullisch aufgelöst worden ist, spätestens oberhalb der 86,50 mit dem Potenzial, eine Fortsetzung auf der bullischen Seite zu machen. Und einen habe ich noch für Sie. Falls Sie sich noch daran erinnern können, WAL, Western Alliance Bank Corporation, hatte ich Ihnen gezeigt. Gucken Sie mal hier, das war der Stundenchart. Dann haben wir gesagt, der wird bullisch aufgelöst. Wenn der nochmal hier zurückkommt in die gleitenden Durchschnitte, mit dem Potenzial, hier eine Fortsetzung zu machen. Und wir hatten nämlich hier diese Bewegung und jetzt schafft es der Markt sogar hier über diese trendbegrenzende Linie drüber zu gehen. Ich hätte Ihnen gesagt, Zielzone ist dann im Bereich der 31. Hier galt es, Stop anzupassen, Position weiterlaufen zu lassen und wir haben hier die Möglichkeit der Fortsetzung auf der bullischen Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche kommende Handelswoche und ich freue mich natürlich, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn es am Dienstag, dem 5.5., in Videoform weitergeht und noch mehr freue ich mich, wenn ich ehrlich bin, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind, wenn es diese Ausgaben in schriftlicher Form von Silvio und meinem Kollegen Patrick Hemmerich geben wird. Bleiben Sie gesund, mein Name ist Hamed Esnaschari.